Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Titan Quest. Model Tronodon mit Chantal, LeFishi, keinem Doge mehr, weil die mir auf Eier gehen. Und wir looten jetzt mal die Kisten. Weil wir haben die Höhle komplett gemacht eigentlich und Flachbogen des Feuers. Ganz natürlich direkt hin, damit ich ihn nicht bekomme. Und ja, hier war halt noch ein Gegner, den habe ich halt ein bisschen kaputt gemacht, als ich mich wieder zurückgeportet habe. Und ich habe auch diesen Gegenstand, den er da meinte, aufgehoben, Albino. Nein, das war gepeinigte Seele. Und ja. Ich sehe gerade auf dem anderen Bildschirm, dass ich noch in den gleichen Part-Ordner aufnehme. Habe ich schon wieder vergessen? Naja, komm mal hier hin, ne? Ja, ich hab's gemacht. Oh, Alter, ich muss unbedingt ein paar Sachen löschen, ey. Meine Festplatte läuft langsam voll. Also ich habe nur noch 800 Gigabyte Kriegst du und auf so ein Weihnachten eine paar. neue? Vielleicht. Das hat der Weihnachtsmann noch nicht bestätigt. Der Weihnachtsmann, stehst du in engem Kontakt mit dem? Ja. Oh, enger Kontakt. Ja, wie Instagram ist immer. Wie Instagram uns immer. Machst einfach Snapchat mit dem Weihnachtsmann, ne? Ja. So, Freddy, das kriegst du eine Sekunde im Bild zu sehen. Oh. Snapchat ist schon ziemlich lustig. Allerdings kenne ich Ja, vor allem, niemanden, der weil es es nie benutzt. benutzt. Ich kenne ja halt auch niemanden, der es benutzt. Ja, ich habe die irgendwie mal so vor einem Monat oder so habe ich dir Snapchat geschickt, du hast immer nicht geöffnet. Doch, habe ich. Ich habe den geöffnet. Aber du wirst das, also wenn du, also bei mir wird das als rot angezeigt, dass du es nicht gesehen hast. Ich hab's aber gesehen. Antwortest mir aber nicht. Ich wusste nicht, was ich darauf antworten soll. Ich weiß aber nicht, was ich snapchatten soll. Aber ich wollte nicht jedes Mal meinen Schwanz snapchatten. So, ich mach das immer, also Einfach so ein wenn ich Ass. weiß, dass ich Einfach sehen soll. jeden Tag ein Ass snapchatten. Gegen wen kämpft? Ach, der war bei mir hier oben. Nice. Oh, Moment. ich will hier rauf, ich will hier rauf, ich will hier rauf, ich will hier rauf. Ich bin. Nee, nee. Jetzt nicht. Ich kann gar nicht. Ich kann mich ja nicht Ich will muten hier irgendwas nebenbei. looten. Achso, der steht da auf Karon. Mach mal. Hab ich schon. Ich würde mich ja jetzt normalerweise einfach mit meinem Ja, ich Mischpult würde jetzt muten. erstmal hier noch lang gehen, weil Da vorne ist hier der ist nicht Brunnen. weit. Ja, und hier wäre Geht's halt nicht der andere weiter. Weg, wo wir noch hochkommen. Ja. Oh, halt nicht, wo wir hochkommen. Wo wir lang gehen hätten können. Ja. Seht ihr das hier jetzt schon wieder viel cooler mit dem Mischpult? Dann könnte ich jetzt einfach mal kurz meinen Main Fader runter regeln und dann mich kurz muten. Das wäre viel entspannter. Ja, wenn mein Headset hochklappen. Ja, du kannst das. Ich habe kein Headset. Ich nehme mit Er dem. kann vor, Auge des Himmels. Okay. Ich nehme halt mit dem Standmikro auf. Gibt's da keinen Mute-Knopf dran? Nein, ach man, ist kein Mute-Knopf. Alter, fuck, fuck, fuck. Und was Ja, wollte sehr sie? starker. Okay. Ich habe nur einen Low-Cut drin Lohnt und sich. einen dB-Regler. Von 15. Den Low-Cut benutze ich, glaube ich, nicht mal. Weil meine Stimme sich dann noch abgefuckter anhört. Ich weiß gar nicht, was das ist. Filtert alle Frequenzen unter 5000 dB raus? Irgendwie sowas. Ja, auch so ein Tontechniker-Scheiß. Ja, genau. Macht Keine die Ahnung Stimme von. jedenfalls ein bisschen heller. Hallo? Ja, genau. Hört sich nicht so gerne an. Meiner Meinung nach. Oh, hier ist noch eine Höhle, Alter. Part der Höhlen hier oder was? Da wäre ich schon wieder so ein Kriegslager-Scheiß. Ja. Arsch. Ah, da oben ist ein schönes Mauerwerk. Stört mich gerade nicht mal. Na, keine Ahnung, ich mag die Kriegslager irgendwie nicht. Immer so tausende Gegnermassen und Höhlen des irgendwie. Apollo. Oh nein, nicht schon wieder diese Albino-Spinnen. Die sind richtig Ach, schaffte ich. Ich abgefuckt. schade, ich dachte, das sind irgendwie Kopffüßler. Sind das ja nicht auch Kopffüßler? Nein, das sind Spinnen. Diese Fähigkeit ist noch nicht Arachnoiden. voll ausgebildet. Insektoiden, bitte. Arachnoiden. Das sind keine Sie Insekten. heißen Insektoiden, aber. Hörst du bitte auf, mit meinem Feuerzeug rumzuspielen? Wieso hast du ein Feuerzeug? Auf zu rauchen. Ach ja, hör auf zu rauchen, sagt Freddy. Wer ist Sie sagt, Freddy? Rauchen ist doch geil. Abgehen? Abgehen. Schoßlässig. Ja, geil. Jetzt geh doch da raus, du Wichser. Ja, das macht mich so gut. Sie sagt gerade, ich bin so richtig behindert im Kopf. Ja, sind wir es nicht alle ein bisschen? Wir sind nicht alle ein bisschen Luna, ne? Luna? Luna, behindert. Bisschen fettig in der Birne.
Bisschen matschig. Wir sind alle geistig nackt. Meine Mama sagt ein bisschen Luna. Wir sind alle geistig nackt. Das ist geil, oder? Geistig nackt finde ich super. Ich bin nicht nur geistig nackt. Wir müssen übrigens im Februar vorproduzieren. Ich sag's dir nur jetzt schon mal, weil ich im Februar eine Woche weg bin. Vorproduzieren. Wir laden einfach nicht so wie sonst immer, wenn wir irgendwie was anderes vorhaben. Nein, da ich ab nächstem Jahr gutes Internet habe, will ich das nicht. Ab dahin werde ich professionell. Ja, was ist das für eine Missgeburt? Was ist eine Statue? Das Teil, was auf dem Boden liegt. Ja, ich sehe schon. Der hat nur eine Brust. Nee, zwei sahen nur so aus. Nein, sein Schwanz ist abgebrochen. Was? Sein Schwanz ist abgebrochen, hier neben ihm. Boah, das ist ein ganz schönes dickes Ding, ey. Ja. Da oben geht's auch noch weiter. Alter, wo geht's denn hier überall weiter? Da oben geht's nicht weiter. Das ist jetzt mal der Weg. Moment, hier ist noch ein kleiner schwarzer Fleck und den möchte ich noch weg haben. Da. Perfekt. Die haben die Hecken angezündet. Die haben das, guck mal. Das haben die auch nicht gut gemacht, oder? Also das ist nicht richtig gärtnerisch gemacht worden. Also die Hecken sehen sehr gut geschnitten aus, allerdings sind sie ein wenig angezündet. Ja. Ab nächstem Jahr kann es ja sein, dass wir gar nicht mehr Titan Quest aufnehmen. Eigentlich. Weil wir da eventuell durch sind. Ich freue mich richtig, wenn wir Titan Quest durch haben, weil wir dann endlich wieder Sacred aufnehmen können. Dass sich dann auch niemand angucken wird. Das ist mir egal. Ich werde mir das auch angucken. Ja, da kommen wir nicht hoch. Du wirst es dir auch angucken. Ja, ich will es mir angucken. Du lest es direkt hoch und guckst dann gleich 20 Mal an. Ja. Oh, guck mal, eine Höhlenfledermäuse. Du kannst dir nicht vorstellen, wie ich mich auf Sacred freue. Den kann ich auch nicht. Ich weiß gar nicht wieso. Ich meine, Sacred ist ein cooles Spiel, aber ich würde jetzt nicht sagen, wow, geil, wieder Let's Playen. Du weißt, das ist das Spiel, mit dem wir beide irgendwie so mehr oder weniger groß geworden sind. Groß geworden sind. Ja, groß geworden. Ich meine, du bist immer noch klein, aber ich bin groß geworden. Ja, sehr gut. Ja, ist geil. Ich sag ja nur Sommerferien. Ja, Mann, das war richtig geil. Oh, Sommerferien zu Ende. Scheiße, jetzt. Doof jetzt. Wir haben ja viel erreicht, ne? Ja. Ich glaube, wir haben echt locker 2 Wochen nur gezockt. Was ist das? Nicht reingehen. Nicht reingehen. Direkt reingelaufen. Ich glaube, ab da fängt so richtig der Hades an. Nee, ich glaube, das ist einfach nur der Schutz von den... Keine Ahnung. Ja, weil ab da noch das Land so verbrannt ist, meine ich. Ja, ich denke einfach, dass wir... Was zur Hölle? Das Teil hat gerade explodiert. Ja, jetzt weißt du, wie ich mich immer fühle. Wieso? Ich bin tot, danke. Danke für den Heal. Good job, Noob. Sag halt Noob nichts. Healer. Ja, keine Ahnung, weil ich dachte eigentlich, ich kann mich gegenheilen. Siehst du? Ach ja. Ich warte kurz auf dich, ne? Na? Na? Hallo? Ich hasse die Viecher, die stunnen. Zählt ein Stun eigentlich zu... Ja, dann kriegt er erstmal direkt das Grüne. zählt Stun eigentlich zu einschlafen? Also... Ich hab keine Ahnung. Lass uns hier vorne erstmal alles abgehen. Ich will erstmal den Graf wieder haben. So. Ich hab keine Ahnung. Wüsste ich auch gerne. Jo, stimmt. Ich nicht? Schatz, bitte sei nicht so laut. Nein, das waren nicht sie, das waren Stimmen im Spiel. Ja, ist mir schon klar, aber sie knistert hier die ganze Zeit mit Tüten rum. Vampire ist online. Den hast du noch? Ja, ich hab den nicht gelöscht. Und er mich auch nicht. Ich glaube, ich hab ihn gelöscht. Und Skyblazer. Skyblazer habe ich auch gelöscht. Nachdem ich. haben wir ihn nicht Spaß oder so genannt? Haben wir ihn dann gelöscht? Nein, ich glaube, wir haben ihn richtig fertig gemacht. Nein, wir haben ihn, glaube ich, nur einen Schimpfwort an den Kopf geworfen und haben ihn dann gelöscht oder so. Ha, Bastard! Ja, aber er ist halt auch echt so ein Bastard. Also, Skyblazer ist der Abo-Käufer von MMM. Man erkennt ihn daran, dass er seinen Channel jetzt der Musik widmet.
schon also eigentlich, Musik macht. Also eigentlich hat er sich nur so ein Soundboard gekauft, auf dem er verschiedene Knöpfe drückt und dann drückt er einen Knopf nach dem anderen durch. Weißt du, so coole Leute mischen das so und dann sieht das auch echt cool aus, wenn man das macht. Und er drückt einfach den ersten Knopf, dann drückt er den zweiten Knopf, dann drückt er den dritten Knopf. Und ich dachte mir so, wow, such Musik. Meine FPS sind gerade wieder ziemlich runter, ich weiß nicht wieso. 40? Ich war 40. Scheiß Viecher stunnen einfach dauernd. Ich finde die Landschaft allerdings sehr schön. Weiß nicht, das Gras ist mir ein bisschen zu trocken. Ist halt eine trockene Landschaft. Wollen wir jetzt in den dunklen Bereich reingehen? Ja, ich denke mal schon, weil... Okay. So, ich lade gerade... Ach nee, ich lade gerade gar nichts im Hintergrund hoch. Ja, ich glaube, es wäre nicht so gut. Es geht. Ich würde es trotzdem nicht machen. Nein, mache ich auch nicht. Aber ab nächsten Monat dann... Lade ich einfach hoch und runter und kreuz und quer. Mit einer 100.000er doch. Das würde ich auch nicht machen. Die wird ja nur von mir benutzt. Sicher? Ja, mein Mitbewohner ist meistens arbeiten. Also, mein Mitbewohner hat so Frühschicht-Spätschicht-Wechsel. Von daher wird das ziemlich entspannt für mich. Hör auf! Lass das! Die ganze Zeit, hör auf, lass das! Ich stehe gleich auf. Freddy, warte mal ganz kurz. Lass uns mal kurz auch noch eine Pause machen. Okay, bis gleich. Bis gleich. Willkommen zurück. Ja. Ich musste nur kurz was klären. Musst deine Freundin verprügeln, häusliche Gewalt. Häusliche Gewalt, zack, zack, auf Small, bam. Wo kommen wir jetzt hier weiter? Keine Ahnung, wahrscheinlich nicht hier. Ich würde erstmal gucken, ob ich irgendwie auf die Brücke darauf komme, weil da oben haben sich welche geprügelt. Ja, hab ich gesehen. Sah gut aus. Soll ich mitprügeln? Der gibt's aufs Maul, zack. Ich hoffe, ich bin nicht zu laut oder auch nicht zu leise. In der Testaufnahme war alles super, aber da habe ich auch nicht übersteuert. Siehst du, das wäre mit dem Mischpult auch wieder so viel geiler. Ach, da geht's runter. Ich weiß. Müssen wir den Krieg gewinnen oder verlieren? Ich glaube, wir müssen den Krieg gewinnen. Wir müssen ja noch den Endgegner killen. Haben wir das eigentlich schon gespoilert oder noch nicht so? Naja, ich denke mal, das Gebiet, also der Gebietsname hat es allein schon gespoilert. Ah, okay. Also wenn nicht, dann spoilern wir jetzt nochmal. Wir killen nachher Hades. Wenn wir es schaffen. Ja, klar, Alter, wir sind zu zweit. Da wird zack, Ölwechsel. Zck. Hilfe! Do things! Wo bist du? Komm doch mal her! Hilf mir doch! Ich weiß ja nicht mal, wo du bist, ich kenn doch auch gerade. Ich bin runtergelaufen, ich hab einen Heal gebraucht. Ach, du bist tot, scheiße. Ja. Ja, dann sag doch mal, was wenn du einen Heal brauchst. Danke, wegen deinem Port bin ich gestorben. Hab ich nicht gebraucht, ich bin gespawnt. Ja, deshalb bin ich gestorben. Gut gemacht, hättest du mich vielleicht healen sollen. Assi. Du sagst, Hilfe! Bis 600.000 Kilometer weit weg? Ja, was soll ich machen? Soll ich noch schön in den Gegner reinlaufen? Nein, du sollst mir sagen, wenn ich dich healen soll. Hilfe ist so ein Heal-Begriff. Ja, aber mit Hilfe warst du schon weg. Ja, ich bin da gerade rumgelaufen, hab da ein bisschen gekämpft. Dann bist du aus meinem... Dann bist du weg. Du bist so 700.000 Kilometer von mir weg. Und dann sagst du, Hilfe. Und ich denk mir, ja, ich sehe dich nicht. Okay, kann ich dich nicht healen. Auf der Karte suchen sollen. Genau, ich laufe dir hinterher. Ja. Ich bin nicht dein Bimbo. Doch. Nein. Ja, dein Healer, da muss was sagen. Da bleibst du bitte in meiner Nähe, sodass ich dich healen kann und sagst auch rechtzeitig mal Bescheid. Ja, du musst in meiner Nähe bleiben. Du bist der Supporter, nicht ich. Ja, aber du willst auch gleichzeitig, dass ich Damage habe. Also, nein, dass ich Aggro habe. Ja, das ist ja gut. Von daher muss ich auch immer in den Gegnern drin stehen. Was für mich zum Beispiel nicht gut ist. Schon wieder 1000 Leben verloren? Schon wieder 1000 Leben verloren? Die sind so unglaublich stark, die hier. Vor allem also die Klingtänzerin. Ja, die blauen sind richtig schlimm. Warum sind die blauen Gegner nicht immer für den Arsch? Weiß ich nicht. Ich glaube so nicht den Part blaue Gegner für den Arsch. Da müssen wir wahrscheinlich jetzt da hochlaufen. Ja, hier kann man nicht durch. Ich habe schon wieder nur 34 Tränke.
hab noch 65. Wie viele Tränke kaufst du dir bitte? 75. Ne, ich kauf nur 50. Ja, du hast gesagt, du kaufst dir richtig viele. Ja, 50 sind für mich richtig viele. Du hast sonst immer nur 25 gekauft, Mann. Ja. Ich kauf 3 rein Tränke voll. Ich kauf 2 voll. Warum? Weil du, weil ich damit eigentlich auskomme. Ich kann mich halt auch noch so heilen, ne? Mach mal bitte einen Stun rein. Also. Du stunst doch viel zu selten. Ich wette, der ist alle 10 Sekunden bereit und du stunst einfach nie. Mein Stun hat eine Abklingzeit von... Wie ist das da irgendwo? Müsste eigentlich. Also er lädt auf jeden Fall noch auf, also... Jetzt kann ich wieder stunnen. Okay. Ich stunne eigentlich immer, wenn er bereit ist. Also nicht immer, also wenn die Situation erfordert, wenn so ein Gegner noch steht, dann stunne ich natürlich nicht mehr. Ja, das ist genauso wie meine Schockwelle, die mache ich auch ungern nur einen Gegner rein. Auch wenn die ja mehr Schaden macht. Ach, da ist noch einer, den habe ich vollkommen übersehen. Ja, nimm du. Ich glaube, wir sollten erstmal da unten weiterkämpfen. Meinst du? Du brauchst mehr Energie. Oder hast du blaue? Oh nein. Kannst du einen rauspullen? Ich würde erstmal gucken, was hier hinten ist. Sorry, ich klicke schon wieder öfter. Ich habe nämlich versucht, das jetzt mal ein bisschen zu unterlassen mit dem Aufknicken. Wie ist das? Das stört mich so gut. Was ist das? Was? Was? Ah, okay. Was haben die für Quittungen? Okay, okay, okay. Da kommen jetzt die zwei blauen. Oder 50? Kannst du mich healen vielleicht? Ja, okay, hat mehr rausgepult. Dein Schockwelle ist alle angelockt. Ich mach das dann rein. Ich hab den hinteren. Hab den blauen fast gekillt. Er ist tot. Ich hab den anderen blauen getötet. Ich bin fast gestorben dabei noch. Ja, ich nicht. Also es ging noch. Okay, lass uns jetzt erstmal unten weitermachen, ne? Wahrscheinlich ist unten einfach nur ein versperrter Weg und wir müssen hier hoch. Ja, denke ich auch. Aber man muss ja alles nachgucken. Hier ist auf jeden Fall noch ein Brunnen. Okay, ich glaube, es geht hier vielleicht doch noch weiter. Ich hasse es, wenn die Gebiete so offen sind, dass man nicht weiß, wo es weitergeht. Oh, ich habe hier ein Heldenmonster. Läuft bei dir, ich stehe gerade in 3 Viechern drin. Hier hinten ist auch noch so ein satanisches Siegel. Satanisches Siegel? Ja, so ein leuchtender Boden wieder für dieses Hades-Rätsel da mit den Steinchen. Ach, wo man im Kreis laufen muss, sagst du? Ja, da musst du im Kreis laufen. Ja, ich habe gerade unten das Heldenmonster kaputt gemacht, das war so eine riesen Fledermaus. Wäre sowieso nichts für dich gewesen. Hab keine Punkte gekriegt. Nicht? Nein. Ich war zu weit weg dafür. Hier geht's auch nochmal rauf, dann lass uns mal da unten gucken. Ja. Da ist ein Brunnen. Ja, den habe ich schon geholt. Na oh, komm. Vor allem meinst du dann, hält bei denen irgendwie so gar nicht, aber deren Stun ist voll scheiße. Der ist voll mies, ey. Wenn du so lange What da bist schon. Oh fuck. Hast du es gerade gehört? Da ist gerade was explodiert. Ja. Ja, je nachdem, wie lange du noch da bist, ne? Ich nehme noch auf. Es ist jetzt 12.39 Uhr. Das mag ich übrigens in Titan Quest sehr gerne, dass man einfach oben links reingucken kann und dann sieht man die Zeit. Ich mach das noch nie, ich hab's nur gerade gemacht, um es nochmal zu zeigen. Ich guck eigentlich lieber auf mein Handy. Ich auch, aber mein Handy liegt gerade nicht in meiner Nähe. Meinst du immer neben mir? Mein Akku ist wieder fast leer. Ich hab schon wieder Unity-Spiele. Jetzt liegt mein Akku neben mir. Ich habe jetzt mal in meine Akku-Aufladestation gesteckt. Habe ich ja gleich okay, hier neben mir stehen. Hier. Ja, jetzt können wir da noch hoch. Das ist bestimmt nur so ein kleines Gebiet, hoffe ich mal. Wo bist du? Ich habe unten noch den Knochen auf dem Ohr gemacht. Okay. Hier können wir auch nochmal auf so ein Gebälk drauf. Ja, ist dann wahrscheinlich das. Unser Part ist vorbei. Oh, dann kill ich die hier noch schnell und dann
Ja, da kommen einfach noch mehr. Oh Gott. Da kommen noch mehr. Ja, okay. Wird nämlich noch fast. Ja, okay, noch mehr. Ja, noch einer. Einer geht noch. Komm schon. Ja, zack, all in. Ah, so, dann hoffe ich, euch hat der Part gefallen. Ja, bis zum nächsten Mal. Rein und ciao. Tschüss.